So, meine Freunde, moin zusammen. Ich habe mal wieder eine Nachricht aus dem Irrenhaus. Im Irrenhaus in Deutschland, in dem wir alle leben, ist es so, dass gegendert wird. Ihr kennt das, wenn ich euch jetzt hier richtig gegendert begrüße, muss ich sagen, meine lieben Zuschauer-Sternchen-Innen. Das muss man sich mal überlegen oder auch äh, Zuschauerinnen. So sprechen das ja viele wirklich aus. Und das ist meiner Meinung nach eine Verschandtadelung der deutschen Sprache, denn es hemmt auch den Redefluss. Ich kann mich auch, wenn jemand wirklich in einer Talkshow sitzt, habe ich letztens gesehen, und so spricht, dann kann ich mich nicht auf das inhaltlich konzentrieren, sondern bin immer abgelenkt von diesem Innen, Innen, Innen und Sternchen und hau mich blau und so weiter und so fort. Und auch im Lesefluss hemmt es immens, wie ich finde. Am Anfang März ist Audi hingegangen und hat gesagt, jo, wir bringen jetzt hier ein ganz tolles neues Konzept mit und sagen unsere Audi-Leute, die Leute, die bei Audi arbeiten, werden schon seit eh und je Audiana genannt. Und jetzt heißt es aber dort Audiana-Innen, damit sich die Damen und was weiß ich sonst nicht benachteiligt fühlen. Und auf der anderen Seite muss man doch jetzt auch sehen, und deswegen klagt ein betroffener Audi-Mitarbeiter, als Mann, er fühlt sich darum wieder benachteiligt, denn er sagt nämlich hier: so heißt es, mit der Klage betreten wir absolutes Neuland, sagen die Anwälte, und so konkret hat es dazu noch keine Entscheidung der Justiz gegeben. Er möchte nämlich nicht so diese Sprache verwenden und auch nicht so angeschrieben werden. Und das Weglassen spezifischer männlicher Endungen, schreibt die Welt, sei kein Vorteil, sondern gestalte sich als fortgesetzte Diskriminierung und das ist nämlich ein ganz interessanter ansatzpunkt er fühlt sich nämlich selber dadurch diskriminiert wiederum dass dies jetzt so rum verwendet werden soll und da muss ich ganz sagen kann ich zustimmen und ich finde es doch einfach famos wenn man hingeht und anderen leuten so etwas aufzwingt also ich bin doch der letzte der jemanden daran hindert oder es irgendwo verbietet oder ähnliches wenn jemand sagt sprechen sie mich bitte mit frau an Sprechen Sie mich so an oder das ist mein Name oder was weiß ich, soll jeder machen, wie er möchte. Aber dass das dann auf die Allgemeinheit immer bezogen wird, das finde ich, ist eine ganz krasse Sache. Und wir sehen, gerade in der Privatwirtschaft, jetzt hier bei Audi, hat man wohl offensichtlich die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Ich bin aber fester Überzeugung, dieser Mitarbeiter wird ordentliche Repressalien erfahren. Davon gehe ich aus, sodass seine Karriere in dem Unternehmen eigentlich schon beendet ist. Das ist meine Wahrnehmung. Auf der anderen Seite. Wo können, oder ja, da, das ist so. Das Indirekte, was passieren kann, das muss nicht so laufen. Vielleicht wird er danach doch noch mal ein paar Positionen überspringen und bessere Gehaltsverhandlungen äh, führen und so weiter. Ja, glaube ich aber nicht, wie gerade geschildert. Aber wir sehen das ja in der öffentlichen ähm, Bereichen, im Ministerium und so weiter, das ist alles durchgegendert. Da können die Leute sich nicht irgendwie gegen wehren. Da ist das einfach, yo, das machen wir jetzt und dann ist das Thema durch. Und ich bin mal gespannt, wie es mit dieser Klage jetzt hier ablaufen wird was da rauskommt. Und wenn das so weit gehen sollte bis zum Bundesgerichtshof, dann wäre ich mal gespannt, was da für eine Entscheidung kommt. Aber gut, der verlängerte Arm von Frau Merkel, der wird das schon regeln, das wissen wir ja. Ich bin gespannt darüber. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Hat das Sinn? Ist es notwendig, dass wir so etwas haben? Ich meine, der festen Überzeugung, letzter Satz, wir haben wichtigere Probleme als so etwas, oder nicht?